aussieht. Da müssen wir mal gucken, wo wir hier einen Dachaufstieg haben. Wie kommen wir denn da am besten hoch? Also ich glaube, da vorne kommen wir ja sowieso irgendwie hoch. Oder eben hier durch einen wagemutigen Sprung. So, so kommen wir natürlich auch hoch. Wunderbar. So, viel Fläche. Wunderbar. Dann können wir hier mal weitermachen. Tastenbelegung habe ich geändert zum Sneaken. Wie war denn die? Jetzt habe ich gerade vergessen, wo ich die Taste... Ah ja, okay, also viel einfacher wie gedacht. Aber ich glaube, das muss ich wieder ändern, weil eigentlich ist dann hier... ist das eigentlich der Knopf für weit gucken, wenn man die Optifine installiert hat. Und das ist natürlich eigentlich ein bisschen doof, wenn ich mir das jetzt so verbauen würde. Und warum habe ich hier so einen Balken und da vorne glaube ich nicht, oder? Hier habe ich auch keinen. Habe ich hier einen? Nö. Seltsam, okay. Naja, okay, hier habe ich halt... Habe ich die hier? Brauche ich die? Muss ich die wegmachen? Mal gucken, was ist da drunter? Okay, also einen bräuchten wir eigentlich schon. Ja, lassen wir mal dran. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was der da soll. So, dann haben wir hier eigentlich das Dach so. Hier hinten können wir uns ja eigentlich auch überlegen, was wir da so machen. Das muss ja nicht unbedingt genauso sein wie auf der Stirnseite, sondern eigentlich sogar noch ein bisschen anders. Hier können wir es eigentlich auch ein bisschen flacher machen. Das muss ich mir gleich mal anschauen. Kümmern wir uns erstmal kurz um die Vorderseite, dass die gut aussieht. So. Wunderbar. Das heißt, den hier machen wir auch erstmal ab. Und vielleicht machen wir hier sogar nicht ganze Blöcke hin, sondern Slabs. Dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, das könnte so auch schon reichen. Muss ich mir vielleicht gleich was einfallen lassen. So, dann sneaken wir mal hier rüber. So. Wunderbar, haben wir das Eck zu. Und im Grunde könnten wir jetzt hier noch Slabs dran machen, und zwar Birkenholz-Slabs. Das testen wir jetzt mal, ob das nach was aussieht. Und wenn nicht, reißen wir es halt wieder ab. Das macht ja nichts. So. Dass wir hier so ein bisschen so einen Vorsprung haben, könnte nämlich, glaube ich, ganz geil aussehen. So. Ab ins weiche Bett hüpfen. Müsste eigentlich weich sein, deswegen dürfte ich mir eigentlich keinen Schaden zuziehen. Aber, naja, Minecraft hört ja nicht immer so auf die... Nicht jedes Objekt ist physikalisch korrekt programmiert. So, jetzt kommt natürlich voll die Sonne entgegen. Wäre besser zum Abchecken auf der anderen Seite. Ja. Hat so ein bisschen was Asiatisches, finde ich eigentlich ganz nice, aber... Ich kann das gar nicht richtig entscheiden, weil ich sehe es nicht richtig. Also in dem Fall hilft uns das Licht nicht, auch wenn ich es eigentlich ganz geil finde durch den Shader-Mod. Aber diesmal not very helpful. Und warum ist denn da so eine komische Lücke? Was ist denn das? Was ist das? Warum ist da eine Lücke? Total seltsam aus, oder? Man kann doch nicht so kleine Lücken machen in Minecraft. Habe ich jetzt gezaubert? Okay, man weiß es nicht. So. Sieht auf jeden Fall irgendwie interessant aus. Jo, dann würde ich sagen, dann gehen wir halt gleich nochmal pennen und gucken uns das an, wenn das Licht von vorne kommt. In der Hoffnung, dass dann dieser Bug hier weg ist. Ist vermutlich ein Bug. Hier auf dem Dach müssen wir auf jeden Fall nochmal
so eine, mindestens so eine machen. Ich meinte aber eher Stüfchen. Müsste ich das dann ganz rumziehen oder nur eins? Also so hoch müsste ich es mindestens machen, glaube ich. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. So, dann würde ich sagen, ab ins Bett. Man kann nur nachts schlafen. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus, die Aussicht. Wir werden hier natürlich auch, das hatte ich schon mal angekündigt, hier dieses etwas sporadische Konstrukt mit der Leiter, werden wir dann auch mal anders machen. Und das Haus da oben wird natürlich auch komplett anders aussehen. Ich glaube, da machen wir nämlich sowas Ähnliches wie einen Leuchtturm drauf. Allerdings in viel kleinerer Ausfertigung, damit das nicht ganz so sporadisch halt einfach aussieht, ne? Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn. So. Die Sonne geht unter, der Mond geht auf und der Mond ist irgendwie fast genauso hell wie die Sonne so ein bisschen. Ja, sehr geil. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz schlafen. So, und weiter geht's. Dann gehen wir wieder raus aufs Dach und gucken, beziehungsweise wir gucken uns erstmal an, was wir da eigentlich gebaut haben. Könnte ja sein, dass das gar nicht so kacke aussieht. Ja, das braucht es auf jeden Fall, diese eine Stufe. Und ich glaube, dass wir müssen auch den Kranz ganz außenrum machen. Ja. Und dann sieht das nämlich ganz geil aus. Dann sieht das nämlich richtig fett aus. Falsche Richtung. So. Na, sie juckt, Verzeihung. Sneaky Wiki. Dann machen wir hier nämlich noch einmal eins rüber. So sieht's aus. Jawohl. Einmal um das Gebäude herum. Wobei hier war ich mir ja nicht so sicher. Ich glaube, hier werde ich was anderes machen. Da will ich nämlich, dass das nämlich mal wirklich ganz anders aussieht auf der Rückseite. Also halt zumindest nicht so wie vorne. Normalerweise ist dann immer alles sehr symmetrisch und ich würde ja sagen, die Symmetrie ist zwar ein nettes Hilfsmittel, um zu versuchen, alles irgendwie gut aussehen zu lassen, aber wahre Kunstwerke bestechen dadurch, dass sie nicht symmetrisch sind und naja, wir sind zwar noch weit entfernt von irgendeinem wahren Kunstwerk, aber wir können ja wenigstens mal so tun, als ob wir unfassbar tolle Pro-Gamer-Kunstwerke-Ersteller wären. Naja, so, dann packen wir das dahin, das dahin. Wenn man nichts versucht, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man das Ziel nicht erreicht. So. Ja, und hier könnten wir natürlich jetzt diesen hier machen. So, so. Slappity Slaps. Haben wir doch. Hm? Ach so, Slaps. Ich brauche aber Stüfchen. Haben wir noch welche? Nö, haben wir keine mehr. Dann müssen wir uns nochmal schnell welche craften. Macht aber nichts, denn wir haben ja alles da, was wir brauchen. Gott sei Dank. Wenn wir jetzt jedes Mal da in unser Dorf laufen, müssten wir auch irgendwie kacke. So, dafür mache ich jetzt einfach mal wirklich viel mehr, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir da noch welche von brauchen. Wobei 40 jetzt erstmal für uns hier reichen werden. Boah, so ein Jump'n'Run Pro. Alter. Bin ich daran eben nicht auch irgendwie so auf die Art und Weise hoch? Geht doch. Alter. Ich muss mal, glaube ich, wirklich mal ein paar Jump'n'Run Level einfach mal zocken auf irgendeinem Server. Weil das habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig drauf. So. Dann haben wir hier eine schöne Fläche und eigentlich könnten wir das Holz, was wir jetzt hier reingebaut haben, gerade wieder rausklöppeln und dafür sorgen, dass das Zimmer insgesamt höher ist. Oder wir machen hier noch einen kleinen Aufstieg hin, einen geheimen. Vielleicht mit einem der Balken mit einer Leiter. Dann haben wir hier noch so eine kleine Aussichtsplattform. Ist nämlich eigentlich ganz nice, muss ich mal sagen.
Dann machen wir nämlich hier. Haben wir noch solche Slabs, ja? Dann könnten wir nämlich hier Slabbity Slabs hinpacken. So, dann haben wir Leitern. Nein, können wir jetzt aber einfach jetzt eine machen. So. Brauchen wir, glaube ich. Wir kriegen dann nochmal eine Leiter, Leute. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mal wesentlich mehr Sticks. Wie ging eine Leiter? Jo, alles gut. So, 3, 6, 9, das dürfte auf jeden Fall reichen. Blöp. Leiter haben wir auf 5, so. Das finde ich eigentlich eine ganz nice Idee. Da muss diese Fackel halt weichen. So. Und dann haben wir hier so eine kleine inoffizielle Geschichte. Und wir könnten uns sogar überlegen, ob wir hier tatsächlich unser kleines Oberlicht machen. Das heißt, wir packen dann hier einfach nochmal 4 Glas hin. Und brauchen dafür aber nochmal Slabs. Slabs von der Eiche. Dankeschön. Und Glas. Wunderbar. Stopp, das können wir eigentlich gleich hier reinpacken. Sonst noch irgendwas? Nein. Okay, das heißt, hier. Okay. Geht dann also nicht mit Slabs oder wie? Crap. Sowas mag ich ja gar nicht. Wie schön wäre es, wenn wir jetzt hier einfach Glas dazwischen packen könnten, ohne dass es so kacki aussieht. Ich meine mal ehrlich. Ich wollte hier eine Glasscheibe reinmachen. Kurva. Das wäre zu schön gewesen, liebes Minecraft. Vermutlich muss ich dafür dicke Blöcke nehmen. Und dicke Blöcke sehen dann so ein bisschen lampenmäßig aus. Vielleicht keine schlechte Idee. Wir probieren es einfach aus. Wie gesagt, Sand haben wir ja genug, um daraus Glas zu machen. So. Dann packen wir hier einfach mal. Oh nee. Das ist mir irgendwie zu hoch, oder? Oder läuft das? Nö. Das kann man machen. Das ist schon. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Das machen wir einfach so. Ist vielleicht dann doch ein bisschen viel Glas. Oben, unten, rechts, links. Ich meine, man will ja auch irgendwann mal pennen. Und Vorhänge sehe ich jetzt hier gerade keine. Wir lassen das jetzt mal so. Wir haben immer noch die Möglichkeit, jederzeit hier dann das Oberlicht zuzumachen. Sollte es uns beim Schlafen tatsächlich zu hell sein. Hier ist es allerdings ganz cool. Ja, aber wir müssen natürlich dann dafür sorgen, dass es hier nicht zu eventuellen Spawnierungen kommt. Und hier natürlich auch nicht ausleuchten. Das ist dann nochmal neues indirektes Licht. Das finde ich eigentlich auch sehr nice. Ist das die Mitte? Gibt es überhaupt eine Mitte? Eigentlich nicht. Müssen wir nämlich 2 hinstellen. So. Wunderbar. Das schaut gut aus. Jo. Okay, ja, cool. Dann haben wir hier schon eine kleine Aussichtsplattform. Eigentlich auch ganz nice. Ich hatte eigentlich, jetzt kann ich ja nochmal zeigen, vor, irgendwo hier oder in der Seite, an die Seite oder hier direkt ans Eck oder so, einfach einen relativ dünnen, hohen Turm zu bauen. Mit der dem ganzen Gebäude einfach noch so mal ein bisschen Background gibt und der es ermöglicht, dass der einfach dann geil aussehen wird. Da bin ich mir einfach ziemlich sicher. Irgendwie so als Ergänzung. So, herunter. Wunderbar. Damit haben wir dieses Gebäude eigentlich fertig. Haben wir unsere Aufgabe erfüllt. In nur 42 Minuten. Kann das sein?
glaube ja, sieht schon ganz geil aus. Jetzt hätte ich natürlich gerne wieder Licht von vorne. Das ist natürlich... Ich sehe nichts. Das ist natürlich auch ganz interessant.